vielleicht einfach um mal in die Thematik ein bisschen reinzufinden, digitale Medien, was kann man sich eigentlich darunter vorstellen? Und ich jetzt als kompletter Neuling, was stelle ich mir da so drunter vor? Was heißen digitale Medien? Also zum einen ist es alles, was online ist, alles, was auf Plattformen geschieht. Das kann ein Online-Shop sein, das kann, können die sozialen Netzwerke sein, Facebook beispielsweise, Instagram, LinkedIn, all diese Dinge, die viele vielleicht noch gar nicht nutzen. Andere sind da aktiver und machen da schon einiges. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass es zunehmend gefragt ist und dass es auch wichtig ist für kleinere Unternehmen und auch für den Einzelhandel, sich da anzuschließen. Versuchen Sie durchaus, Kombinationen zu finden, Ihr Laden und als Pardon dazu dann auch online zu reagieren. Das können Inspirationstipps sein, das kann ein Online-Shop sein. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, über die wir gleich noch sprechen werden. Erstmals ist es wichtig, dass man die Frage stellt, okay, was ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich erreichen? Also wen erreiche ich aktuell? Wer ist meine Kundschaft? Was verkaufe ich für Produkte? Und dann abzuwägen, okay, welcher Kanal passt besser zu mir? Bin ich Großunternehmer? Dann ist LinkedIn zum Beispiel ein ganz interessanter Kanal, um da geschäftliche Kontakte auch in Krisenzeiten zu knüpfen. Wichtig, so können wir Ihnen das auch anraten, analysieren Sie erstmal Ihre Zielgruppe, schauen Sie, wer ist meine Kundschaft? Wen möchten Sie vielleicht auch erreichen? Welche Produkte passen zu welchem Kunden? Und dann bedienen Sie am besten beide Plattformen. Das ist natürlich der beste Weg. Dann haben Sie sowohl für die ältere als auch für die jüngere Kundschaft was dabei. Mhm. Sven, vielleicht kannst du uns dazu auch was sagen. Eignet sich Social Media eher für jemanden, der Produkte verkauft? Oder sind Dienstleistungen da auch irgendwie geeignet? Oder ist das überhaupt vielleicht auch fehl am Platz? Was ist da deine Einschätzung? Ja, also sowohl als auch, würde ich sagen. Natürlich jetzt in dieser Krisenzeit gibt es begrenzte Möglichkeiten. Also man kann natürlich Dinge anpreisen und auch einen Lieferservice anbieten, wie manche oder viele Unternehmer das schon anbieten, auch aktuell. Aber denken Sie vor allen Dingen auch langfristig. Denken Sie auch, was ist nach der Krise und warum nicht diese Chance jetzt nutzen, diesen Moment nutzen, so eine Plattform aufzubauen, sodass Sie auch nach dem Geschehen einfach weitermachen können. Ich kenne da ein sehr gutes Beispiel, regional eigentlich. Die verkaufen Produkte, dieser Laden sozusagen, ein kleiner inhabergeführter Laden. Und die machen mittlerweile 30% auch schon vor der Krise Umsatz zusätzlich zu ihrem eigentlichen Shop. Ja? Und das zeigt eigentlich, dass das der richtige Weg ist. Also liefern sie Essen, liefern sie Pizza, wie auch immer, dann nutzen Sie auch diese Plattformen, Inspiration zu geben. Heute Lust auf eine leckere Pizza, schon probiert, wie auch immer. Da gibt es man Appetizer, wie wir das so schön nennen. Und man hat eigentlich schafft so eine gewisse Lust. Ja, ich denke da gerade so spontan an ein paar Begriffe, die ich aufgreifen würde, die ich da so raushöre. Man hört des Öfteren, dass Social Media viel mit Aufmerksamkeit zu tun hat, weil ja, viele Leute relativ viel Zeit halt auf solchen Plattformen halt verbringen. Wie sieht es dann da aus? So kann man sagen, dass die Leute allgemein viel Zeit auf sozialen Netzwerken verbringen? Vielleicht aus deiner Erfahrung her, wie ist das so? Wenn man sieht, wie viele Millionen Europäer Facebook nutzen und das mehr als eine Stunde pro Tag, zeigt es eigentlich, dass das langfristig der Weg sein wird, den wir alle gehen müssen. Ob das Facebook sein wird oder langfristig auch ein anderer Kanal, der dazukommen wird oder abgelöst. Aber es wird in diese Richtung gehen. Also preisen Sie Sachen an. Und das heißt nicht, dass demnächst alle Läden schließen müssen, ganz im Gegenteil. Sondern es wird ein Komplementärgeschäft werden. Genau, man spricht da von multiplen Kanalen, richtig. Marketingwegen. Genau. Ja, wie gehe ich das denn jetzt konkret an? Wo melde ich mich da? Klinge ich mich bei Facebook ein? Was muss ich konkret tun, um da jetzt meine Produkte mal ausstellen zu können? Und was muss ich konkret jetzt machen? Also der erste Schritt wäre, und das würden wir jedem anraten, den privaten Kanal, den privaten Facebook-Kanal oder das private Instagram-Profil einmal zu trennen. Das heißt, nutzen Sie einmal bei Facebook den Business Manager, so heißt das dort. Und bei Instagram heißt das Ganze Unternehmensprofil. Das ermöglicht Ihnen einmal Ihre Privatsphäre so ein bisschen, dass man das trennt. Dennoch ist es erlaubt, auch mal
etwas Privates, was Persönliches preiszugeben, gerade wenn man im Einzelhandel tätig ist. Es muss so eine Sympathie auch schaffen. Ich richte mir jetzt den Business Manager ein. Habe ich jetzt das Gefühl, irgendwie als Unternehmer da permanent auf dieser Plattform unterwegs zu sein? Oder wie stelle ich mir das vor? Muss ich meinem Kunden permanent irgendwie was bieten auf dieser Plattform? Mhm. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Einzelhändler bin, wie kann ich das konkret managen? Vielleicht auch von der Zeit her, wie anspruchsvoll ist das Ganze? Also in der Regel ist es so, also Facebook ist in erster Linie und auch Instagram sind keine reine Verkaufsplattformen. Ja, das ist so der erste Punkt, den man da setzen muss. Es sind Kanäle, auf denen Sie berichten können. So. Und Fakt ist, dass es sehr zeitintensiv ist. Es sind User, es sind Leute, die vielleicht abends um 9 Uhr vor ihrem, auf dem Sofa sitzen mit dem Handy oder mit ihrem Laptop, sehen ein Produkt, finden das toll auf ihrer Seite, schreiben sie an und dann erwartet man zeitnah eine Antwort. Und das ist natürlich so ein bisschen die Schattenseite. Okay. Ja, dass die Leute Reaktionsfreundlichkeit wünschen, schaut man sich auch sehr schnell bei der Konkurrenz um. Und das ist halt, der Internet-User ist sehr ungeduldig, würde ich sagen, anders als es dann vielleicht im Geschäft ist. Er kommt wieder, überlegt es, je nachdem, was es für Produkte sind natürlich auch. Ja, hier gibt es dann eine Interaktion gerade. Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen. Die erste Frage lautet nämlich, ob die Projekte weiterlaufen, auch trotz Corona-Krise, wenn die mal vorbei ist. Wie geht das Ganze dann weiter? Wie kann ich mir das vorstellen? Frage. Also ganz klar, nachhaltig und auch diese Zeit jetzt nutzen, Erfahrung zu sammeln und das auch nach der Krise einzusetzen als Werbemaßnahme, als Möglichkeit, meine Produkte anzupreisen, über das Geschäft zu berichten. Also das ist ganz klar auch nach der Zeit eine gute Investition und eine langfristige Investition. Du sprichst es richtig an, also so zeigen eigentlich, was ein bisschen auch hinter dem Geschäftsleben steckt, kann, denke ich, als Nutzer auch sehr interessant sein und auch als Kunde. Und ich denke, vielleicht, um das so ein bisschen auch thematisch zu kombinieren mit Themen, die heute immer wichtiger werden, wie Sustainability und solche Begriffe. Ja, da kann man halt vielleicht mal zeigen, was so hinter den Kulissen auch passiert von dem Produkt. Wo kommt es her, etc. Zum Beispiel. Also, da sagt man auch immer so, da spricht man von einem interessanten Werbemix. Das heißt, Produkte zeigen, aber auch mal Dinge aus dem Laden, aus dem Geschäft, aus dem Alltag. Ein Tipp. Auch mal ein schönes Wochenende wünschen, das gehört auch alles dazu. Das heißt, es hat nichts mit dem direkten Verkauf zu tun, aber Sie bauen damit Ihre Community auf. Mhm. Also wenn Sie eine Facebook-Seite oder eine Instagram-Seite gründen, dann achten Sie auf jeden Fall darauf, dass Sie sie pflegen. Wir haben noch eine andere Meldung, und zwar, ob du vielleicht konkrete Beispiele hättest von gelungenen und erfolgreichen Facebook-Profilen von Unternehmen, die man vielleicht kennt, die man sich mal anschauen kann. Also ganz klar, sehr gute Frage. Inspiration ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Das heißt, schauen Sie, wie andere das machen, wie machen auch die Großen das. Und das kann man immer auf kleinere Unternehmen auch sehr gut herunterbrechen. Wir waren gerade natürlich mittendrin im Thema Facebook, was das Ganze bietet als Plattform. Wir haben eben kurz auch darüber gesprochen, dass man halt Fotos von seinen Produkten hochladen kann und die so bewerben kann. Da denke ich gerade auch dran, ja, was ist eigentlich noch anders? Was muss man da vielleicht an weiteren Details mitgeben? Kannst du uns dazu vielleicht noch was sagen? Also sehr gute Frage. Wichtig ist, dass man bei Artikeln, bei einzelnen Artikeln, die man preisgeben möchte, die man verkaufen möchte, dass man da auf Bilder achtet zum Beispiel. Also gute Bilder sind wichtig, um gut zu verkaufen. Geben Sie Details zu den einzelnen Produkten ab, den Preis dazu geben, wird geliefert oder nicht, was ist aktuell möglich, was ist in Zukunft vielleicht möglich. All diese Produktdetails, weil umso weniger Fragen kommen im Nachhinein auf. Okay, also ich höre daraus auch, das Planen ist schon ziemlich wichtig. Also auch man plant halt schon das Content, wie man das gestaltet, und das muss im Voraus gemacht werden. Genau. Ich sehe jetzt hier gerade noch im Chat eine Direktfrage. Ja, wie komme ich denn schnell an neue Abonnenten oder an Kunden, an potenziellen Kunden denn ran? Also sehr gute Sache sind die Facebook-Ads. Da muss man allerdings Acht geben, das ist natürlich direkte Werbung. Sponsoring-Anzeigen nennen wir das auch.
Das heißt, sie können gewisse Posts, ob das jetzt Bilder, Videos oder Live-Chats sind, mit einem Budget hinterlegen. Da können Sie Ihre Zielgruppe auswählen. Das geht auch sehr, sehr ins Detail, wenn Sie möchten. Sie können Reichweiten, Sie können Zielgruppen festlegen, in welchem Gebiet. Und genau da können wir den Kunden erreichen. Das ist das Tolle an der digitalen Werbung, dass das messbar ist. Das, also Facebook-Werbung, okay. Die bezahlen Sie. Und dann erreichen Sie auch andere Kunden außerhalb Ihres Freundeskreises, außerhalb Ihrer Abonnenten. Aber wenn Sie es regional machen, können Sie schon mit 5 Euro starten, mit 2 Euro, wie Sie möchten. Also das geht mit ganz kleinem Budget schon los. Und da ist alles eigentlich machbar. Okay, das klingt doch gut. Wir hatten auch schon im Voraus durch die Anmeldung eine Frage. Und da ging es noch bei Facebook darum, wenn ich Texte auf Fotos inseriere sozusagen, also beifüge. Ja. Kann ich die dann auch als Videosequenz zeigen oder was bietet Facebook mir da an Möglichkeiten? Also Facebook bietet neben den Story-Möglichkeiten, die man auch bei Instagram übrigens hat, da können wir gleich auch noch mal kurz drauf eingehen, auch ganz interessant, die Video-Bild-Funktion, es gibt Möglichkeiten mit Effekten etc. was zu machen oder auch einfach farbige Hintergründe, indem sie sagen, okay, heute 20 Fertiggerichte limitiert abzuholen, dann und dann. Wir haben Seelachsfilet heute im Angebot, aber nur begrenzt. Dann können Sie solche Spontannachrichten machen. Das mit dem Video auf einem Bild legen, mit dem Text, diese Frage, die da gekommen ist, das ist machbar, aber da gibt es dann auch externe Tools. Okay. Also es gibt zahlreiche kleine Tools, die Sie auch über Google finden können. Manche sind kostenfrei, manche sind auch kostenpflichtig. Die können Sie nutzen, um Ihre Posts noch schöner gestalten zu können. Ja, ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir noch vielleicht auch das Thema Instagram mal beleuchten, weil wir haben jetzt ziemlich viel Zeit auf Facebook verbracht. Ich habe jetzt irgendwie gehört, okay, Instagram ist ja auch Teil von Facebook. Wie genau ist da eine Verbindung überhaupt gegeben und was genau ist überhaupt Instagram? Sollte ich mir das anlegen als Einzelhändler ja, oder als Geschäftsmann? Was ist da zu empfehlen? Also Instagram ist, wie wir eben kurz erwähnt haben, die Plattform der Ästhetiker, sagen wir immer. Ja. Also hier geht es darum, ein Schaufenster zu schaffen. Und wunderbar bei Instagram ist auch diese Story-Funktion. Was heißt das, Story-Funktion? Da können Sie auch aus Ihrem Leben, aus Ihrem Alltag, aus Ihrem Geschäftsalltag so ein bisschen was preisgeben. Die Story ist 24 Stunden dann sichtbar und verschwindet dann wieder. Und das ist halt so eine ganz nette Geschichte, dass man da verschiedene Tools auch nutzen kann, um kurzfristige Sachen anzukündigen oder eben mal weniger wichtige Dinge, die jetzt nicht verdient haben, in der Timeline zu erscheinen, dann postet man die in der Story. Hier ist noch eine ganz konkrete Frage, die ich sehr interessant finde. Sollte man eigentlich ältere Posts löschen? Also generell sagen wir, löschen Sie es nicht. Das ist, gehört irgendwie, es ist Teil Ihrer Vergangenheit, vielleicht Dinge, die 2016 gepostet wurden, finden Sie vielleicht heute nicht mehr so toll, sind nicht mehr in, Sie finden sich vielleicht nicht mehr so hübsch auf dem Bild, aber es gehört einfach dazu. Das heißt, Leute, die Sie kennenlernen möchten, möchten vielleicht auch sehen, was haben Sie vorher gemacht, wie haben Sie sich da entwickelt. Du sprichst gerade auch von Negativkommentaren, was ja auch leider Gottes irgendwo Teil von Social Media ist, ne? Also absolut. Kritik und Kritik auch irgendwie verkraften können. Also es ist eine sehr häufig gestellte Frage. Kunden kommen immer wieder auf uns zu und sagen, kann ich bei meiner Unternehmensseite die Rezensionen, das sind eigentlich diese Produktbewertungen, die man so kennt mit diesen 5 Sternen, und dann kann man auch was Nettes dazu schreiben. In gewissen Branchen ist das natürlich sehr gefährlich, aber wir sagen da ganz klar, stehen Sie zu den Kritiken, gehen Sie damit um, nehmen Sie die Kritik an und machen Sie was draus. Also nutzen Sie das als positives Feedback und es spornt eigentlich an, Dinge dann zu verbessern und dass das nicht mehr vorkommt. Nehmen Sie Stellungnahme dazu, erklären Sie, wie Sie das gedacht haben, dass es vielleicht nicht so gemeint war, dass man irgendwas falsch verstanden hat oder dass es vielleicht auch eine Ansichtssache ist. Aber antworten Sie darauf. Das ist nicht ignorieren oder Kommentare löschen, es sei denn, Sie sind wirklich... Genau. Ja, als kurze Zusammenfassung nochmal, was wir heute überhaupt besprochen haben. Also es ging um erstmal das Thema natürlich Social Media, inwieweit mir Facebook oder Instagram helfen können, mein Geschäft auch in Zeiten der physisch geschlossenen Geschäfte weiterzuführen.
Tipps und Tricks hat es da von Sven Claude vom Claude Kreativbüro gegeben. Ja, dann bleibt es mir nur noch bei euch zu bedanken, den Zuschauern. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss, danke. Bis dann. Tschüss.